Endlich mal wieder eine Spieleverfilmung. Juhu! Als ich gehört habe, dass Gran Turismo, ein Urgestein der Rennspiele, verfilmt wird, hatte ich erstmal Fragezeichen in den Augen. Was wird denn da die Story sein? Diese Woche ist es soweit, aber wer soll sich diesen Film eigentlich anschauen? Wie gut vermischen sich hier Spiel und Realität? Und wie viele Punkte bekommt der Film auf unserer Skala von 1 bis 10 Punkten? Finden wir es raus in der neuen Kritik hier auf Cinema Strikes Back. Also eins kann man schon mal sagen. Eigentlich ist Gran Turismo keine Spieleverfilmung. Und das sagt auch der Regisseur des Films. Und das ist kein anderer als Neil Blomkamp. Was? Neil Blomkamp? Ja, auch da hatte ich mal wieder Fragezeichen in den Augen. Der Mann ist ja eher dafür bekannt, Science-Fiction-Filme zu machen. Zum Beispiel District 9, Elysium oder Chappie. Und mit seiner eigenen Filmproduktion Oat Studios realisiert er darüber hinaus auch noch sehr coole Sci-Fi-Kurzfilme. Also Blomkamp und Autos, das hätte ich jetzt irgendwie nicht zusammengebracht. Dieser Blomkamp sagt also selber, Gran Turismo ist keine Spieleverfilmung, sondern ein Sportfilm. Näher an das Genre würde er nie kommen. Gran Turismo hat er gedreht, weil er Autos liebt. Okay, ist ein Argument, aber wieso Sportfilm? Das Spiel, also eher die Spielreihe, die es seit Mitte der 90er gibt, stellt den Unterbau des Films dar. Denn 2006 ist Nissan auf die Idee gekommen, die GT Academy ins Leben zu rufen. Spieler und Spielerinnen von Gran Turismo konnten sich bei Online-Rennen dafür qualifizieren. Die schnellsten wurden in ein Motorsport-Bootcamp eingeladen und wurden an echten Rennwagen ausgebildet. Das Ziel? Die Teilnahme an echten Rennen. Einer von ihnen ist Jan Maddenborough, der nahm 2011 an der Academy teil und von ihm handelt der Film Gran Turismo. Also könnte man den Film auch ein Biopic nennen. Das sind ja schließlich Filme, die seit einigen Jahren sehr hoch im Kurs stehen. Wobei ich gestehen muss, diese GT Academy ist total an mir vorbeigegangen, auch wenn ich selbst einige Teile von Gran Turismo gezockt habe, da war ich dann wohl einfach zu schlecht. Im Film wird also Jans Weg vom Zocken in seinem alten Kinderzimmer mit den dazugehörigen kritischen Eltern, die von den Ambitionen des Kindes nicht viel halten, über den Abschluss in der Akademie bis hin zu echten Rennen gezeigt. Viele Überraschungen bietet die Story dabei nicht. Wie schon gesagt, Jans Eltern, vor allem sein Vater, halten nicht so viel davon. Zocken ist eben nicht die echte Welt. Ja, ja, viele da draußen kennen die alte Leier bestimmt auch. Natürlich gibt es Konkurrenzkampf und Freundschaft in der Academy und natürlich wollen die gestandenen Rennfahrer die Neulinge aus der Online-Welt überhaupt nicht akzeptieren. Ganz so genau mit der Realität nimmt's der Film dann nicht so. Künstlerische Freiheit wurde sich da selbst unter anderem bei dem Fakt gewährt, dass Jan gar nicht bei der ersten GT Academy teilgenommen hat, sondern bei der dritten. Ist Gran Turismo also ein Reinfall? Ein Film von der Stange ohne Überraschung? Ich würde das gerne entweder bestätigen oder das absolute Gegenteil sagen können. Der Film hat einige Stärken. Allen voran ist das David Harbour, der hier einen gescheiterten Rennfahrer spielt, der in der Academy die Chance bekommt, Jan auszubilden und ihn auf die harte Welt des Rennsports vorzubereiten. Ich habe seit einiger Zeit die Befürchtung, dass David Harbour im Kino stark verbrannt wird. Durch Stranger Things konnte er unglaubliche Sympathien für sich gewinnen. Aber dann kam Hellboy und oh boy, der war echt nicht gut. In Black Widow war er wieder ganz in Ordnung und das liegt nicht alles an ihm. Gebt dem Mann ein gutes Drehbuch und alles wird gut. In Gran Turismo hält er wieder alle Sympathien. Sein Zusammenspiel mit Hauptdarsteller Archie Medecki ist toll anzusehen. Die Chemie stimmt einfach. Ein wenig unter den Tisch fällt das Spiel von Orlando Bloom. Der spielt denjenigen von Nissan, der die Idee zur GT Academy hatte. So ist er mal enthusiastisch mit einem Traum, dass alles möglich ist, dann denkt er wieder nur an die PR und das Geld. Bei ihm weiß man nie so wirklich, woran man ist und ich glaube nicht, dass dies die Absicht des Drehbuchs war. Und Fun Fact, Spice Girl Jerry Halliwell spielt auch mit und zwar Jans Mutter. Welche Rolle spielt jetzt aber eigentlich das Spiel Gran Turismo in diesem Film Gran Turismo? Hier ist ein stellenweiser, seltsamer Hybrid entstanden. Um zu zeigen, wie immersiv Gran Turismo das Spiel ist, wird ein CGI-Auto um Jan herum gebaut, wenn er an der PlayStation zockt. Fährt er mit dem eigenen Auto, jetzt in der Realität seines Vaters zum Beispiel, herum, dann wird eine Ideallinie eingebaut. Bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei schaltet er Achievements frei. Das wirkt ein wenig seltsam und trashig. Auch hier gilt, man kann nicht sagen, dass es super trashig wäre. In den beiden Beispielen schon, aber auf der Rennstrecke ist dieses, nennen wir es mal, HUD-Feature ein Vorteil.
Um nicht den Überblick zu verlieren, wird dann Jans Gamertag über seinem Wagen eingeblendet. Auch die Position wird angezeigt, definitiv hilfreich. Ebenfalls super hilfreich sind die Videos von Cinema Strikes Back, denn hier erfahrt ihr jede Woche was über Filme, Serien und Comics. Also abonniert den Kanal, läutet die Glocke, um das nicht zu verpassen. Eine für mich wichtige Frage vor dem Film war, wie gut werden die Autos und die Rennen inszeniert? Und wieder macht es einen Gran Turismo nicht einfach. Gerade bis zum Finale sind die Rennen alles andere als spannend inszeniert. Es gibt hier und da ein paar Ansätze für interessante Kamerafahrten oder Drohnenshots auf die Rennstrecke. Aber statt das Publikum die auskosten zu lassen, wird radikal schnell weggeschnitten. Klar, ein Rennfilm, ein rasanter Schnitt gehört dazu, aber hier wirkt der Schnitt dann eher uninspiriert und ideenlos. Le Mans 66 von 2019 hat hier ganz andere Maßstäbe gelegt. Aber das finale Rennen in Gran Turismo, das packt einen dann doch irgendwie schon. Hier gibt es viel bessere Einstellungen und die können die Spannung wirklich gut aufbauen. Dann geht man immerhin mit den schöneren Bildern im Kopf aus dem Kino. Ja, vielleicht auch nicht wirklich, denn gerade im Abspann gegen Blumenkamp & Co. wohl die Bilder aus. Da wird gezeigt, wie für das Spiel Fahrzeuge in einer riesigen Halle abgefilmt und die Motorengeräusche aufgezeichnet werden. Das wäre ja cool, wenn ja nicht immer der gleiche Mercedes dreimal oder so in die gleiche Position gefahren werden würde. Ich meine, der Film soll doch auch was für Autoenthusiasten sein, oder nicht? Dafür gibt es für mich hier viel zu wenig Carporn. Dennoch bleibt am Ende nicht viel von den Bildern. Gerade Filme wie Top Gun Maverick zeigen, wie immersiv es im Kino zugehen kann. Die Rennen in Gran Turismo fühlen sich leider insgesamt viel zu distanziert an. Man bekommt nicht wirklich das Gefühl, dabei zu sein. Was einem aber auch im Kopf bleibt, ist die ganze Werbung im Film. Zum einen wird das Spiel angepriesen wie die Offenbarung des digitalen Rennsports. Gran Turismo sei kein Rennspiel, es ist eine Simulation, echtes Fahrgefühl. Dem Spiel und seinem Erschaffer wird gehuldigt, bis die Sticks brechen. Dazu kommt natürlich, dass im Rennsport gar nichts ohne Werbung geht. Überall hämmern Marken auf das Publikum ein, allen voran natürlich Sony, von denen ist ja auch schließlich Spiel und Film. Für wen ist dieser Film denn jetzt eigentlich? Fans vom Spiel, Rennsportfans, Kinofans, Fans von David Harbour oder Fans von Orlando Bloom? Also für Fans von Neil Blomkamp ist er bestimmt nicht, so viel ist klar. Man erkennt hier nichts von seiner Handschrift. Vielleicht ist der Spagat zwischen Sci-Fi und Sport einfach zu krass. Alle anderen bekommen in Gran Turismo immer nur ein Häppchen von dem serviert, weshalb sie wahrscheinlich diesen Film schauen. Ein bisschen gut inszeniertes Rennen hier, ein wenig vom Game dort. David Harbour trägt den Film, Orlando Bloom ist ein wenig weird. Gran Turismo macht nicht alles falsch, aber nicht vieles komplett richtig. Ein Film, der ein wenig besser als mittelmäßig ist und deswegen bekommt er gut gemeinte 6 von 10 möglichen Punkten. Hätte Blomkamp nicht versucht, alles in einen Topf zu werfen, ein paar mutigere Entscheidungen getroffen, dann hätte hier ein richtig guter Film entstehen können. So bleibt es bei einem Streifen, den man mal am Freitagabend schauen kann, wenn die PlayStation gerade Updates lädt. Falls ihr aber lieber noch ein wenig auf YouTube unterwegs sein wollt, dann schaut mal hier bei Follow Me Reports rein. Diese Folge ist quasi das deutsche Gran Turismo. Oder schaut euch hier die Kritik zu einem Film-Highlight 2023 an, nämlich zum neuen Turtles-Film. Das war's, bis zum nächsten Mal. Okay, ciao.